Seid gegrüßt, liebe Path of Exile-Freunde. Heute in diesem Video habe ich einige coole News für euch dabei. Es gab einen neuen Preview-Artikel auf PC Gamer, dann gab es einen neuen Trailer in Korea und wir haben einige Updates zum Early Access, aber auch handfeste Sachen, auf denen wir aufbauen können, nämlich zum Beispiel die Überarbeitung vom Tranksystem, das soll anders funktionieren, welche Klassen im Early Access dabei sein werden, wie lange die Dauer des Spiels in etwa sein wird, wie der Handel in Path of Exile 2 funktionieren könnte und ein paar Sachen mehr. Wir steigen direkt ein und zwar mit der ersten Vermutung, aber eigentlich haben wir dazu auch schon eine Angabe bekommen, nämlich Jonathan Rogers hat gesagt, dass das gesamte Game, das hatten wir jetzt in einem kürzlichen Video erstmal besprochen, etwa 50 Stunden Dauer haben wird, was die Kampagne angeht. Das heißt, wir gehen von 6 Akten aus, wenn Path of Exile 2 richtig released wird. Und da soll es eine Spieldauer von 50 Stunden etwa haben. Aber man hat jetzt durch den neuen PC Gamer Artikel mitbekommen, dass es wohl auch deutlich schneller gehen kann. Also definitiv die Hälfte von der Spielzeit ist wohl durchaus machbar. Das heißt, im ersten Durchgang wird es wahrscheinlich für uns alle ein bisschen länger dauern. Wer dann aber hier einige schon durchgeschnetzelt hat, wird deutlich schneller durch die Akte kommen. Denn die muss man ja nach wie vor, wie auch in Path of Exile 1, auch in Path of Exile 2, für jeden neuen Charakter machen. Dann gibt es aber noch die handfeste News zu dem Early Access. Denn der Early Access wird mit erstmal nur 3 Akten erscheinen. Das heißt, uns fehlt sozusagen die Hälfte. Es kann gut sein, dass während dem Early Access, wo ja immer wieder Updates stattfinden sollen, dass dann zum Beispiel Akt 4 und Akt 5 dazu kommt. Es wird jetzt spekuliert, dass der Akt 6 dann sozusagen das Goodie sein wird für den vollen Release, damit wir dann sozusagen das Ende, die Offenbarung dann mit dem Release spielen und erfahren dürfen. Gehen wir aber weiter. Was passiert denn eigentlich nach den Akten, auch beim Early Access? Nach den 3 Akten, wenn wir die durchgespielt haben, kommen wir natürlich ins Endgame. Hier wissen wir noch nicht allzu viel. Hier wird vermutet, dass sehr viel kommen wird, wenn der Livestream passiert, kurz vor Early Access Start. Dazu nachher auch noch eine Info. Aber es wurde schon gesagt, von Jonathan Rogers war es, glaube ich, dass es eine große Auswahl an Aktivitäten geben wird und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was man davon am liebsten gerne machen möchte, heute, morgen, übermorgen. Also eigentlich ähnlich angelehnt wie bei Path of Exile 1, wo man wirklich eine Vielzahl an Aktivitäten hatte, wo man sagen konnte, hey, heute mache ich mal ein bisschen das, heute gehe ich mal hier Karten machen, dann gehe ich in die Mine rein und mache da was. Und so kann man jetzt auch wahrscheinlich bei Path of Exile 2 frei auswählen, wie man gerne weitergehen möchte im Endgame. In Stein gemeißelt ist das nächste Update noch nicht, dass jetzt zum Early Access erstmal nur 6 Klassen von den insgesamt 12 Basisklassen verfügbar sein werden. Das heißt, wir haben zum Early Access Start den Krieger, den Söldner, die Zauberin, Waldläuferin, Mönch und Hexe. Das heißt, Druide wird erstmal nix. Und Jägerin wird erstmal auch nichts und die anderen natürlich erstmal sowieso nicht. Aber man darf natürlich gespannt sein, welche Updates während dem Early Access kommen werden. Jetzt kommen wir aber zu einer wirklich Big News, wie ich finde, denn in diesem PC Gamer Preview, also da ist einer von den Redakteuren von PC Gamer, ist direkt zu Grinding Gear Games geflogen und hat dort vor Ort sich einen Bild anschauen können von einem Game und hat dann auch eben noch Fragen stellen können und Antworten bekommen, was da gerade so los ist. Und es sieht sehr stark danach aus, dass das Tranksystem, also die Flasks, die sind momentan in Überarbeitung. Und es sieht ganz danach aus, dass wir in Zukunft in Path of Exile 2 früher oder später die Möglichkeit eben bekommen, dass der Heiltrank auf einem Button liegt und ein Mana-Trank zum Beispiel auf einem zweiten Button. Und das liegt deshalb auch nahe, weil wir ja natürlich eine Konsolenversion haben und die Controller-Steuerung und Diablo 4 macht es ja zum Beispiel auch so oder Last Epoch macht es ja auch so, dass wir einen Trank eben mit einer Taste drücken. Das heißt, wir haben mehr Trankladungen auf dieser einen Taste, aber es wird halt eben nicht mehr möglich sein, mehrere verschiedene Tränke reinzuslotten bei sich. Jetzt kommt aber der interessante Kniff dabei. Sie versuchen, soweit ich das richtig verstanden habe, neuen Schmuck als Slot-Gegenstände hinzuzufügen zum Inventar, um
direkt diese Tränke in ihrer Wirkungsweise oder der Funktion modifizieren zu können. Das heißt, um irgendeinen Effekt zu triggern mit der Trankauslösung zum Beispiel oder sich auch durch vor Elementarschaden zu schützen und solche Dinge. Das soll wohl dann über zusätzliche Schmuck-Items möglich sein. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen werden, aber es wird wohl auf jeden Fall für die Leute trotzdem eine gute News sein, die sagen, oh, wenn wir das jetzt nur auf einer Taste haben, geht vielleicht Komplexität verloren. Es sieht ganz danach aus, dass sie es mit diesen zusätzlichen Schmuck-Items dann auffangen und diese Komplexität trotzdem im Spiel behalten können, auf die ein oder andere Art und Weise. Dann haben wir noch ein Update bekommen zum Handel. Der Handel zwischen Spielern soll wahrscheinlich im eigenen Lager vom Charakter über einen NPC möglich sein. Und da können dann Spieler miteinander handeln und kompensiert oder reguliert wird es dann sozusagen mit der Goldwährung, die es ja dann gibt in Path of Exile 2, damit das nicht überhand nimmt. Wie genau das aber ausgebaut sein wird und funktionieren wird, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Es liegt oder steht nur im Raum, dass es eine solche Möglichkeit geben soll. Dann habe ich hier im Hintergrund für euch noch vom Söldner neues Gameplay dabei, was kurz gezeigt wurde mit diesen Sprenggranaten, die mega AOE-Damage machen und natürlich richtig spaßig aussehen, denn hier wird man dann spätestens im Endgame wahrscheinlich richtig krasse Builds zaubern können. Wir gucken uns kurz das andere noch an, das Gameplay, was gezeigt wurde mit einer Schockgranate und dann ein Angriff, der aufgeladen wird, um hier richtig sozusagen snipermäßig einen Schuss durch die Feinde durchzuziehen. Finde ich, sieht sehr interessant aus. Hier wurde dann auch noch kurz eine neue Vorschau gegeben, ein Explorer's Guide to Uzal, so eine Region in Path of Exile 2. Hier sehen wir jemanden, den wir schon mal gesehen haben in einem Gameplay-Video und hier wird einfach noch mal kurz ein paar Details dazu gesagt. Man hat vor allem erstmal einen Eindruck, noch mal in Nahansicht, wie wunderbar hübsch dieser Charakter hier zum Beispiel aussieht. Herrlich und dazugehörig, ja, die kommen gleich noch. Hier haben wir auch noch eine Kreatur, die unterwegs ist, Nekromant, langsam, kann Tode auferstehen lassen. Ich denke, das wundert uns nicht sehr. Die interessanten kleinen Menschleins, die gehören, glaube ich, zur anderen Dame, die wir gerade eben geschaut haben, wurde auch schon mal in einem Gameplay gezeigt. In der Masse sind die dann natürlich bedrohlich, einzeln nicht so bedrohlich, aber das ist sozusagen ein kleines Kompendium von Feinden in dieser Region. Finde ich ganz lustig, dass man die auch mal in der Nahansicht hat. Hier wurde dann auch noch erwähnt, dass es tiefer im Sumpf noch eine gefährlichere Abwandlung von dieser Kreatur gibt, also was Größeres, was wir dann zu bekämpfen haben, was wahrscheinlich dann auch eine Leichenexplosion machen kann. Also auch schon mal eine kleine Vorschau und hier überarbeitete Gegenstände von Path of Exile 1, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das ist jetzt auch schon eine Weile online, das ist jetzt nicht direkt heute brandneue News, aber ich dachte, ich bringe es trotzdem noch mal mit im Video hier. Das sind Gegenstände aus Path of Exile 1, die jetzt überarbeitet wurden und in ihrem Erscheinungsbild jetzt nochmal anders rüberkommen, Path of Exile 2, nur dass ihr da mal einen Eindruck von bekommt, was sie so machen. Und last but not least heute fürs Video, es wird vermutet, dass vielleicht am 28. November es soweit sein könnte, dass der Livestream, der offizielle, geschieht mit einigen fetten Ankündigungen, damit dann auch der Early Access Start bekannt gegeben wird, wie man reinkommt, wie viel es kostet und so weiter, was es da für Pakete gibt. Wahrscheinlich, denke ich mal, gibt es irgendwelche Pakete, um das zu supporten. Und ich denke, es könnte auch Sinn machen, weil ich denke, da wird es einen großen Oho-Effekt geben. Und diesen Effekt wollen sie natürlich ausnutzen, um dann eben gleich anzuknüpfen an den Early Access Start, um diese Aufmerksamkeit mitzunehmen in dieser kurzen Zeitspanne, die man ja meistens heutzutage nur noch hat. In diesem Sinne, Leute, auch apropos Zeitspanne, sind wir fertig mit dem Video. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Guckt auch gerne bei meinem Path of Exile Podcast vorbei, den ich jetzt versuche zu starten. Ich habe einfach mal eine erste Folge gemacht, um das auch ein bisschen einzuführen einfach. Ich möchte künftig auch mal ein paar Gäste einladen und hoffe, dass wir da ein paar interessante Themen auch künftig für Path of Exile 2 zusammenbekommen. In diesem Sinne, haut rein! Und bis bald.